Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video über Thermodynamik. Mein Name ist Fried Weber, ich studiere Physik an der Uni Potsdam und komme jetzt ins fünfte Semester. So, wie es an der Tafel steht, das Thema ist Thermodynamik und dort gibt es natürlich einige wichtige Größen, die wir erstmal besprechen möchten. Zum einen gibt es das Volumen, den Druck, die Temperatur die Arbeit die Wärme und die innere Energie. Ich denke, unter der Größe Volumen kann sich jeder was vorstellen, wenn wir zum Beispiel hier eine Box haben. Ich mal es zweidimensional, weil dreidimensional kann ich nicht so schön zeichnen, dann ist das hier das Volumen der Box, also so irgendwie. Da hat man hier die Längen und zusammen ergibt das dann das Volumen. In dem Volumen befindet sich dann ein Gas und das Gas bewegt sich, das betrachten wir jetzt als einzelne Punktteilchen und die bewegen sich hier drin. Und wenn jetzt ein Gasteilchen hier gegen die Wand stößt, dann kommt es zu einem Impulsübertrag. Wenn es zu einem Impulsübertrag kommt, heißt es, dass immer irgendeine Kraft wirkt. Und die Kraft, die auf diese Fläche wirkt, das ist der Druck. Für den gilt P ist gleich F durch A. Die Temperatur ist auch eine sehr wichtige Größe in der Thermodynamik, ist, denke ich, klar. Und die beschreibt, wie sich die Teilchen bewegen. Also sie ist ein Maß für die mittlere kinetische Energie der Teilchen. Zum Beispiel hat jetzt das Gas eine bestimmte kinetische, mittlere kinetische Energie, damit eine bestimmte Temperatur. Und wenn man jetzt die Temperatur erhöht, dann wären zum Beispiel einfach hier die Pfeile ein bisschen länger in unserem Modell. Die nächste Größe ist die Arbeit. Die Arbeit kann man sich so vorstellen, und so überlegen, wir fügen jetzt hier einen Pfropfen oder einen Zylinder ein, den wir jetzt hier in diese Richtung schieben. Um den da reinzuschieben, müssen wir eine Kraft F aufwenden. Dieser Zylinder hat eine Fläche und wir schieben den um die Strecke, sagen wir mal, ds rein. Die Arbeit ist dann definiert, wie es auch aus der Mechanik bekannt ist, Delta W ist gleich minus F ds. Und wenn wir uns jetzt nochmal überlegen, wie hing jetzt die Kraft mit dem Druck zusammen, können wir das umschreiben als minus P A ds. Und was das Ganze hier dann ist, wir haben hier eine Fläche, das ist die Fläche von diesem Zylinder, den wir reinschieben, und die Strecke, um die wir den Zylinder reinschieben, dann ergibt das hier ein Volumen. Also die Arbeit ist definiert als minus P dv. Die Wärme ist auch eine wichtige Größe in der Thermodynamik. Sie beschreibt, wenn wir zum Beispiel einen Körper A haben und einen Körper B und der Körper A hat eine höhere Energie als Körper B, dann kommt es zum Wärmeübertrag. Und irgendwann ist das ausgeglichen, dann haben beide die gleiche Temperatur, es wird keine Wärme mehr übertragen. Und wenn wir jetzt hier noch einen dritten Körper hinzumachen, also die sind jetzt hier im Gleichgewicht, wenn wir jetzt noch einen dritten Körper hinzumachen, den Körper C, und die beiden hier stehen im Gleichgewicht, dann sagt der nullte Hauptsatz der Thermodynamik, wenn A und B im Gleichgewicht zueinander stehen und B und C, dann auch A und C. Das ist der nullte Hauptsatz der Thermodynamik.
Die innere Energie, die bezeichnet man als DU, gibt an, wie warm ist ein Körper. Also es gibt eine Formel, die verbindet die innere Energie mit der Temperatur. Dazu wird es noch später mehr geben, aber die heißt U ist gleich F halbe. Das sind die Freiheitsgrade für ein einatomiges Gas. Das hat drei Freiheitsgrade, gilt U ist 3 halbe K. Boltzmann mal T. Das ist die Boltzmann-Konstante. Ich mache jetzt mal die Tafel frei und dann geht es um die verschiedenen Zustandsänderungen. Aus der Schule sollten Ihnen wahrscheinlich drei Zustandsänderungen bekannt sein. Vielleicht auch schon die vierte, um die es dann auch gehen wird. Und zwar die isochore Zustandsänderung, die isobare und die isotherme. Bei der isochoren Zustandsänderung ist es so, dass gilt, das Volumen bleibt konstant. Das heißt, Druck durch Temperatur, wenn wir das P1 durch T1, ist gleich P2 durch T2. Also wenn wir ein Gas haben beim Druck P1 und der Temperatur T1 und wir verändern die Temperatur des Gases, dann wird es danach den Druck P2 haben. Natürlich nur dann, wenn es isochor ist, das heißt in einem festen Volumen stattfindet. Eine isobare Zustandsänderung ist eine beim konstanten Druck, für die gilt V durch T. V1 durch T1 ist gleich V2 durch T2. Und das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel einmal nach V2 umstellen, in Abhängigkeit von T2, dann haben wir hier V1 durch T1 mal T2. Das heißt, wenn wir die Temperatur eines Gases erhöhen, dann vergrößert sich auch das Volumen des Gases. Die nächste Zustandsänderung ist die isotherme. Für die gilt P1 mal V1 ist gleich P2 mal V2. Und das können wir dann zum Beispiel umschreiben in Abhängigkeit, sagen wir mal, vom Druck P2. P2 von V2 ist gleich P1 mal V1 durch V2. Das heißt, wenn wir hier das Volumen verkleinern, das Gas also komprimieren, dann erhöht sich der Druck des Gases. Die nächste Zustandsänderung ist die adiabatische Zustandsänderung. Manchmal wird sie auch isenchor genannt. Adiabatisch. Und was das genau heißt, werden wir gleich auch nochmal untersuchen. Dazu müssen wir uns aber zuerst eine ideale Gasgleichung überlegen. Hier haben wir schon die Größen Druck, Temperatur und Volumen. Die stehen hier irgendwie im Zusammenhang miteinander. Und man kann sie zusammenbringen und sagen, P mal V durch T ist eine Konstante für ein ideales Gas. Als kleine Nebenbemerkung noch, ein ideales Gas ist ein Gas, bei dem die Wechselwirkung unter den Teilchen vernachlässigt werden kann. Die Teilchen werden als punktförmige Teilchen angenommen. Und die Stöße mit den Wänden vom Gas, also wenn jetzt ein Teilchen ankommt und gegen die Wand des Gefäßes stößt, dann stößt es ideal elastisch. Das heißt, es wird keine Energie an das Gefäß abgegeben durch die Stöße. Nochmal hier weiter zur idealen Gasgleichung. Man kann denn hier diese Konstante schreiben als, da gibt es verschiedene Schreibweisen, eine ist N mal R. N ist die Stoffmenge, das sollte Ihnen vielleicht aus dem Chemieunterricht bekannt sein. Und R ist die allgemeine Gaskonstante. Oder eine andere Schreibweise ist dann auch N, groß N, das ist die Teilchenzahl. Und Kb ist wieder die Boltzmann-Konstante. Jetzt kann man auch gleich sehen, wie R und Kb in Zusammenhang miteinander stehen. Da man weiß, N ist gleich groß N durch die Avogadro-Konstante. Damit folgt die Boltzmann-Konstante
ist die allgemeine Gaskonstante durch die Avogadro-Zahl. Okay, jetzt nutzen wir diese Gleichung hier und bringen die in Zusammenhang mit dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik. Der erste Hauptsatz der Thermodynamik lautet: Die Änderung der inneren Energie dU ist gleich Delta Q, die zugeführte Wärme bzw. abgeführte Wärme, je nachdem wie dU ist, plus Delta W, die zugeführte Arbeit. Für eine isochore Zustandsänderung gilt, wir haben ja schon vorhin herausgefunden, Delta W ist der, also das hier können wir nochmal umschreiben, zu Delta Q minus PdV. Das haben wir vorhin hergeleitet. Dann sieht man, wir haben eine isochore Zustandsänderung, das heißt, das Volumen bleibt konstant. Dieser Term wird 0, da sich das Volumen natürlich nicht verändert. Und dann gilt, dU ist gleich Delta Q. Für eine isobare Zustandsänderung, da können wir das Ganze einfach aufschreiben. Dort gilt dU ist gleich Delta Q minus PdV. Für eine isotherme bei einer isothermen Zustandsänderung ist es so, dass sich die innere Energie nicht ändert, weil die Temperatur konstant bleibt. Das heißt, dieser Term hier führt 0 und dann können wir das Ganze umstellen zu Delta Q ist gleich PdV. Okay, jetzt haben wir einmal für die Isotherme diesen Term hier 0 gesetzt. Für die Isochore haben wir diesen Term hier 0 gesetzt. Wir können jetzt ja auch einfach mal diesen Term hier 0 setzen. Und das ist dann die adiabatische Zustandsänderung. Dort gilt dann dU ist gleich Delta W. Wie man sich das vorstellen kann, ist, wir haben ein Gas, das wird ganz schnell komprimiert, sodass es keine Wärme nach außen abgeben kann, wodurch dann letztendlich die innere Energie dieses Gases steigt, die Temperatur wird erhöht. Okay, jetzt wollen wir mal hiermit ein bisschen rechnen und gucken, was wir denn daraus jetzt lernen können. Also, wir wissen, die Isochore, dU, ist gleich Delta Q. Wir können jetzt das Delta Q umschreiben zu CV, das ist die Wärmekapazität bei isochorer Zustandsänderung, mal dT. Für die isobare können wir das dann umschreiben als CP dT. Das ist dieser Term hier vorne, wird CP dT. CP, weil es eine isobare ist, minus PdV. Für die Isotherme bietet es sich ja gleich mal an, dass wir versuchen, die Wärme zu berechnen, die durch eine Volumenänderung bzw. ja, durch eine Veränderung hier passiert. Und dafür rechnen wir einfach. Dafür integrieren wir hier einfach drüber. So. Das nenne ich dann Delta Q. Und jetzt müssen wir diesen Term hier noch ein kleines bisschen umschreiben. Da hilft uns dann die ideale Gasgleichung. Die können wir ja umschreiben zu P ist gleich N mal R mal T durch V. Das können wir jetzt hier für dieses P hier einsetzen. Dann folgt das Delta Q, das Integral ist über N mal R mal T durch V dV. Okay, jetzt haben wir hier ein Integral, was man lösen kann. Und ein Integral über 1 durch irgendwas, die Terme gehen natürlich nach vorne, ist dann N mal R mal T. Ich setze jetzt hier mal Grenzen ein,
fangen wir an bei Volumen V1 und enden beim Volumen V2. Dann bekommen wir für das Integral 1 durch V den Logarithmus, den natürlichen Logarithmus raus. Also ln von V1, falsch, ln von V2, obere Grenze minus untere, minus ln von V1. Und das Ganze können wir dann umschreiben zu n mal r mal t ln von V2 durch V1. Okay, Sie haben sich sicherlich schon gefragt, wieso ich manchmal hier ein d benutzt habe, manchmal ein Delta. Das ist die Unterscheidung zwischen Prozessgrößen und Zustandsgrößen. Das sind zwei wichtige Klassen von Größen in der Thermodynamik und die unterscheiden sich darin, dass Prozessgrößen, das sind so Größen wie Delta Q, Delta W, die beschreiben, was passiert. Zum Beispiel, es wird Wärme abgegeben oder es wird Arbeit zugeführt. Diese sind wegunabhängig und das können Sie dann noch alles im Skript nachlesen, nochmal genauer, was das bedeutet. Und Größen wie die innere Energie, aber auch zum Beispiel die Temperatur, das Volumen, das sind alles Zustandsgrößen. Die beschreiben den Zustand eines Systems, halt die innere Energie eines Systems ist ja ein Maß dafür, wie warm ist etwas. Oder natürlich die Temperatur, das Volumen, der Druck. Das sind alles solche Größen. Die nächste wichtige Größe, die möchte ich jetzt nur kurz mal ansprechen, das ist die Entropie eines Systems. Die Entropie, was das genau ist, kann man später auch im Skript nachlesen. Es ist halt eine eher komplexere Größe, die man nicht so einfach beschreiben kann. Aber was man damit machen kann, man kann sehr schön damit rechnen. Und für die Entropie gilt der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Der lautet ganz einfach: Wärme fließt stets vom wärmeren zum kälteren Objekt. Und wie das dann mit der Größe der Entropie zusammenhängt, können Sie auch dann gerne noch im Skript nachlesen. Und wir wollen jetzt einfach mal versuchen zu berechnen, was ist die Entropie? Und dazu nehmen wir uns, also dazu gucken wir uns zunächst die Definition davon an. Für die Entropie gilt, die nennt man die Änderung der Entropie ds, ist gleich dq durch t. Und jetzt sollte Ihnen auch wahrscheinlich klar sein, wieso man adiabatische Zustandsänderungen, auch isenkore Zustandsänderungen, also Prozesse mit gleichbleibender Entropie nennt. Denn die Wärme bei einem adiabatischen Prozess wird keine Wärme abgegeben bzw. aufgenommen. Das hier ist 0 und somit ist auch die Entropie 0. Aber zum Beispiel kann man relativ einfach für spezielle Prozesse einfach mal die Entropie berechnen. Zum Beispiel nehmen wir einfach mal einen isothermen Prozess. Wie wir ja vorhin schon ausgerechnet haben, gilt für einen isothermen Prozess Delta Q ist gleich n mal r mal t ln von V2 durch V1. Damit gilt dann einfach einsetzen, die Änderung der Entropie ist Delta Q durch T, also n mal r ln V2 durch V1. Für einen Isokorenprozess und für einen Isothermprozess müssen wir das etwas anders ausrechnen. Und zwar haben wir uns dafür ja die spezifische Wärmekapazität definiert für diesen Prozess. Für einen Isokorenprozess gilt dann, das hatten wir eben auch schon, Delta Q ist gleich Cv mal D.
dt. Das können wir jetzt einfach umstellen bzw. einsetzen in ds ist gleich dq durch t. Dann haben wir hier oben stehen cv durch t dt. Und jetzt können wir wieder integrieren. Und jetzt haben wir auch hier wieder ein Integral über 1 durch t, zum Beispiel von t1 bis t2. Und das wissen Sie schon, das haben wir auch jetzt schon genutzt. Das gibt dann cv ln von t2 durch t1. Und da es sich hier um einen isochoren Prozess handelt, also gilt p durch t ist konstant, also p1 durch t1 ist gleich p2 durch t2, können wir das Ganze dann umschreiben zu p2 durch p1. Andersrum einmal, p1 durch p2. Für isotherme Prozesse, dort ändern wir einfach nur das CV zu CP ab. Für isobare Prozesse, dort haben wir dann ds ist gleich Integral T1 bis T2 CP durch T dt. Und wenn wir jetzt hier einfach das mal ausrechnen, kommen wir auf CP ln von T2 durch T1, so wie eben schon. Isobare Prozesse heißt V durch T, V1 durch T1 ist gleich V2 durch T2. Also V1 durch V2 ist gleich T1 durch T2. Und dann können wir einfach einsetzen und das dann nochmal fürs Volumen umschreiben. Ich hoffe, Ihnen hat die kleine Einführung in die Thermodynamik geholfen. Sie haben schon etwas verstanden. Und wenn Sie wollen, können Sie gerne im Skript nachgucken. Das wird unter diesem Video verlinkt. Und dort stehen noch viele weitere Informationen zur Thermodynamik drin. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.